Hallo Freunde und willkommen zurück zu Game Dev Tycoon. So, Nintendo hat erstmal seine TES 64 rausgebracht. Die G3 ist schon wieder die jährliche G3. Ich hoffe diesmal ein paar mehr Leute, denn wir haben eine Bucht gekauft, eine große Bucht. Oh ja, das sieht da schon wieder besser aus. Und ich habe auch einmal online nachgeguckt. Wir kriegen wohl die Möglichkeit, in das dritte Office zu ziehen, wenn wir 16 Millionen Dollar dann in Cash haben. Also es wird schon ein bisschen noch dauern. Aber jetzt habe ich zumindest schon mal so ein Ziel, was man mal anvisieren kann, um da dann irgendwann hinzukommen und dann noch mehr Leute da auch passend einstellen zu können. So, wir können mit dem nächsten Game ja hier schon mal anfangen. Ninja Game auf jeden Fall. Ich gucke eigentlich immer ganz gerne erst die Plattform nach, weil hier noch so ein paar Infos stehen, was alles wie wichtig ist. Also zum Beispiel Simulation, Action for Everyone und so. Ninja können wir dann zum Beispiel... Action haben wir, glaube ich, aber gerade eigentlich. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Ich glaube, wir dürfen nur nicht die gleiche Genre, also gleiches Topic mehrfach hintereinander. Gleiches Genre ist, glaube ich, okay. So, wir müssen dann noch irgendwann mal eine neue Engine eigentlich machen, ne? Wir haben ja die ganzen neuen Sachen gerade erforscht und sollten dann auch mal zusehen, dass wir eine neue Engine kriegen, in der die ganzen Sachen drin sind eigentlich. Okay, das hier sieht wie aus? Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht, wie das hier zugewiesen ist, das ist das Problem. Der hier hat ja offensichtlich jetzt Gameplay, aber ist Gameplay denn eine Design-Sache oder eine... Ja, schwierig, ist wirklich schwierig. Ja gut, was soll's. Okay, kann ich ihm ja eigentlich nebenbei jetzt schon sagen? Ne, ich kann ihn gerade nur trainen. Achso, ne, eine Game Engine macht man hier, glaube ich, auch. Ne, genau, da arbeiten dann alle zusammen dran. Ja, richtig, 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 genau. So, irgendwie Dialoge scheinen nicht wichtig zu sein, oder was kam da gerade? Nicht genau gelesen. Aber die machen hier ordentlich Punkte. Das ist gut, das ist sehr gut. Verkäufer haben wir auch gerade ein paar. Das ist auch ganz in Ordnung. Ich vertraue einfach mal drauf, dass der das da irgendwie passend zuweist. Wird schon passen. Es wird schon passen. Ich habe sowieso, wie gesagt, als ich geguckt habe, wie wir in das dritte Office kommen, sowieso so ein bisschen mal dann in Foren und so und andere, wie weit die nach wie vielen Jahren sind und so. Und ich glaube, da sind wir schon echt ganz gut am Ball. Da kann man eigentlich nicht besonders viel meckern. So. Design haben wir, glaube ich, schon wieder einen Rekord, ne? Und Technologie kommt vielleicht gleich noch. Nur auf jeden Fall richtig schön Hype. Und wir haben 16.000 Fans mittlerweile auch. Also wir werden auf jeden Fall hier wieder einen Brenner haben, hoffe ich mal. Wenn das jetzt immer so schön weitergeht, dann nähern wir uns auch verdächtig den 16 Millionen, würde ich behaupten. So, ja, bla 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 bla. World Design Level Up. Okay, okay, er hat auch ein Level Up. Dann kriegt er, glaube ich, auch mehr Gehalt, ne? Ja, dann kriegt er auch mehr Gehalt. So, oh, reiche Backstory, was auch immer, okay. So, create custom engine, jetzt kann ich auswählen, was ich haben möchte. Ich möchte jetzt 3D-Gra... Hä? Moment, hä, man kann beides reintun? Aber warum ist 2D-Grafik ist... Hä, was? Ist ja teurer. Nee, ich mach mal 3D-Grafik, will ich, glaube ich, lieber. Branch. Oder muss ich... Achso, soll man alles reintun, oder wie? Damit das dann besonders toll wird? Aber sowas hier, das ist doch Schwachsinn, dass ich beides rein tue, oder? Scheiße, das weiß ich nicht. Das muss ich auch nochmal nachgucken. Also ich mache jetzt mal eine Engine, wo einfach alles drin ist. Vielleicht ist das jetzt auch voll Geldverschwendung, das weiß ich nicht. Aber ich mache das jetzt erstmal gerade einfach. Dann werde ich das wahrscheinlich am besten auch nochmal recherchieren. Vielleicht wisst ihr das ja auch. Wäre auch cool. Könnt ihr mir gerne sagen, tut man da alles rein? Oder so Sachen, wo es irgendwie keinen Sinn macht, dann nur eins von beiden. Also zum Beispiel nur Stereo-Sound, kein Mono. Wozu Mono-Sound? What the fuck? Braucht keiner, wenn man Stereo-Sound hat. Das wäre mal gut zu wissen. So, die arbeiten jetzt hier alle schön dran, geben nebenbei noch ein paar Research-Points. Verkäufe machen wir hier auch ein paar, aber auch nicht so viele. Dieses Spiel gerade war nicht so gut, wie ich gedacht hatte. Tatsächlich. So, und ich sehe auch gerade, diese Balken gehen tatsächlich runter. Und wenn sie leer sind, dann brauchen die Leute spätestens Urlaub. Okay, das habe ich jetzt verstanden. So, okay, und unser Haupttyp, also wir selber brauchen im Grunde genommen nie Urlaub, wenn ich das richtig sehe hier. So, Game Engine 4 ist auch fertig, das ist sehr gut. Jetzt kann ich hier mal sagen, oh nee, warte, wir machen das anders. Wir machen nämlich hier, du machst mal einen Spielreport, du gehst mal auf Vacation, du kannst ja mal irgendwas trainieren. So, und jetzt würde ich sagen, spezialisieren wir unsere Leute. Warte mal, dann fangen wir aber zum Beispiel mit Ronnie mal an, Train. Der ist zum Beispiel besonders gut in Design, aber auch in Technik, auch nicht schlecht, aber trotzdem. Besonders gut in Design. Dann machen wir doch irgendwas, was Design ordentlich hochboostet, oder? Guck mal, wenn er irgendwas über 500 kriegt, dann haben wir hier auch irgendwas Spezielles. 20 Punkte und 1 Million kostet das. Womit wir dann aber so einen Hit produzieren können. Jetzt versuchen wir mal Design hochzukriegen. Machen wir doch mal das da. Zack. So, in was ist er gut? Er ist gut auch in Design. Dann machen wir für ihn auch hier. Game Design for Pirates. So, und unser Typ hier, unser einer. Train. Ist irgendwie in allem auf 300, warum auch immer. Hat vorhin einmal wohl das gemacht, was Design gibt, vorwiegend.
Dann machen wir jetzt doch einmal das, was Technology gibt, vorwiegend, würde ich sagen. Das da. Zack. Dann müsste das auch ein bisschen ausgeglichener sein. Dann können wir ja mal versuchen, Ronnie hier auf 500 hochzukriegen in einer Sache. In Design am besten. Das wäre eigentlich gar nicht schlecht. Dann würde ich mal versuchen, ob wir da tatsächlich so einen super Hit mitkriegen, wenn wir das machen. Das wäre echt ganz gut. So, hier der Game Report. Self irgendwas, Publishing sonst was. Okay. So, und dann trainieren wir doch die Leute einfach weiter, würde ich sagen. Ne? Guck mal, sie machen wir auf jeden Fall hier auf Technologie. Zack. Speed? Weiß ich gar nicht. Sorgt Speed dafür, dass... also Research ist wahrscheinlich, wie viele Research Points man nebenbei bekommt, nehme ich mal stark an. Aber ist Speed denn... wie schnell das Spiel fertig gemacht wird? Weil ich will ja eigentlich gar nicht, dass das Spiel besonders schnell fertig ist. Denn je schneller das Spiel fertig ist, desto weniger Punkte sind ja da reingeflossen. Desto weniger Design- und Technologiepunkte. Ich will ja eigentlich ein langsames Spiel bauen, aber dafür ganz, ganz gute Spiele. So Mega-Hits will ich ja eigentlich haben. Das wäre ja viel, viel besser. So, wir machen jetzt noch ein Training hier. Was macht er denn mal am besten? Er kann irgendwie gar nichts. Ja, gut. Er ist ja auch im tiefsten Level. Warte mal, ich kann ihn auch feuern. Aber ich habe ihn natürlich schon mal ein bisschen trainiert. Ne, komm, wir machen das mal trotzdem. Wir machen das jetzt mal einfach. Wir feuern ihn jetzt mal. Irgendwann müssen wir es ja mal machen. Irgendwann mal feuern, einfach zum Testen. Und wir suchen jetzt mal hier einen neuen Typen für 1 Million. Und ich habe eigentlich keine besonderen Anforderungen. Wir suchen einfach mal. So, und dann, ja komm, starten wir mal direkt ein neues Spiel. Da kann der dann ja mit einsteigen. Oder wir machen ein Sequel von irgendwas. Von irgendwas, was gut abgeschnitten ist am besten. Guck mal, 9, 9, 6. Die Möglichkeit hatte ich, glaube ich, irgendwann bekommen. Da wart ihr gar nicht, das war gar nicht in der Aufnahme. Ja, nehmen wir hier doch so einen 9er Titel, ne? Guck mal, machen wir mal ein Sequel hiervon, von 25. Müsste jetzt ja eigentlich... Hä, können wir es nicht alles so lassen? Achso, die Plattform könnten wir jetzt ändern. Oh, guck mal, jetzt steigt langsam der PC auf. Haha, jetzt kommt er so langsam. Oh, und diesmal können wir es ja auch mit der neuen Engine machen. Das ist natürlich auch cool. So, aber die hier brauchen bald auch Urlaub, ne? Das sehen wir auch schon wieder. So, wurde das jetzt hier passend zugewiesen? Ja, ne? Und, hä? Story muss jetzt doch keiner machen? Ah, ne, doch. Ja, Story, wenn das Technik ist, keine Ahnung. Ich zieh jetzt einfach mal ihn da rein. So. Okay, dann arbeitet mal ein bisschen. Und jetzt brauchen sie eigentlich Urlaub. Ugh. Und das mitten in der Spieleproduktion. So eine Sauerei. Uah, ich habe hier nur richtigen Schrott bekommen. Also, teilen geht noch. Ja. Ja, er ist halt voll auf Design. Aber ich glaube, Design haben wir schon viel eigentlich, oder? Guck mal, dann nehmen wir doch lieber nochmal einen mit ordentlich Technologie, würde ich sagen. Robert. Ja, und er will direkt Urlaub machen. Ich glaube, ich spinne. Guck mal, wie wenig Punkte die alle schon wieder machen. Das ist sehr schlecht. Send on Vacation. Ihn hier auch Send on Vacation. Und oh mein. Oh, ich glaube, das wird ein richtiges Scheißspiel. Oh, oh. Weil... Hey, Eric macht beides? Ne, lass ihn mal hier ruhig auch ein bisschen was machen. Irgendwas, was keinen Arsch interessiert. Auch gut. Auch gut, auch gut, auch gut. Was passiert denn wohl, wenn ich das so mache? Weil hier, keine Ahnung, anscheinend keine Auswirkungen zu haben. Also lassen wir es weg. Lieber noch mehr AI, sozusagen. Sowieso, weil wir ja sowieso hier gerade noch gut am Arbeiten sind. Oh, was? Brauchen wir auch Urlaub? Nee. Hä? Warum haben wir denn hier auch so einen Balken? Das weiß ich gerade gar nicht. Aber dass die hier schon wieder alle Urlaub machen wollen, ey, ich fass es nicht. Was sind denn das für Arbeiter, Mensch? So, Graphic ist Design, würde ich sagen. Und World Design interessiert keinen, das kann Robert machen. Man muss immer so einen im Team haben, der einfach so die ganze Rotze macht, die sonst niemand machen will, die keinen interessiert, die Spielerschaft nicht interessiert. So, wir nehmen mal eine mittlere Bucht, würde ich sagen. Weil ich will auch nicht ins Minus hier kommen, sonst müssen wir nachher diese super hohen Kredite aufnehmen. Also wo man nicht so viel Geld kriegt, aber so mega viel Geld zurückzahlen muss. Also das ist auch nicht so richtig produktiv. Daher nicht, wenn es nicht sein muss. Ah, das war nicht so gut, das Spiel. Also zumindest grafisch und technisch. Kann ja sein, dass es trotzdem gut ankommt. Aber wahrscheinlich wird es nicht so gut sein. Befürchte ich jetzt einfach mal. So, dann machen wir trotzdem noch ein Sequel. Und zwar hier zu dem anderen. Zu dem da, genau. Sehr schön. Plattform hier. Game Engine da. Zack. So, und diesmal nehme ich jetzt... Ich check das nicht, warum, was, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ah, was soll's, machen wir einfach jetzt wieder. So, die ersten Reviews für Spiel 28, das wird wie gesagt nicht so cool sein, ja. Die Hälfte des Teams war im Urlaub in der Zeit, ist schon okay. Ja, ja, sorry, ich weiß. Aber was soll ich tun, soll ich es wegschmeißen, ist auch kacke. Man muss so ein bisschen gucken, okay, hey, jetzt arbeiten alle zusammen an dem Spiel. Da muss es eine Phase geben und da muss es eine Phase geben, in der dann, was wollte ich sagen...
in der hier so Game Reports gemacht werden, an der Engine gearbeitet wird und so. Das muss man einfach ein bisschen aufteilen. Oh, und über 100.000 Leute, obwohl wir nur die mittlere Bucht haben. Ich glaube, das ist auch ganz gut. Das ist schon in Ordnung. So, ja, der wird das schon passend zugewiesen haben, behaupte ich mal. So, du kannst mal direkt hier wieder Urlaub machen. Boah, die macht eigentlich immer Urlaub, ne? Und das ist sowieso hier. Wir haben ja auch unseren Frauenanteil hier direkt gedeckt in der Firma. Das ist auch gut. So, Boss, I've discovered that some really dedicated fans of Game 16 have created a fan game using a lot of the material from our game. They don't make any money with it and just seem to do it for fellow fans. Our legal advisor strongly suggests that we shouldn't allow this to go on. Was? Ne. Hey, das ist eine Fanbase, die freiwillig ein ähnliches Spiel macht. Das ist ja so wie, was weiß ich, Path of Exile, so. Ne? Weil Diablo 2 so cool war. Ne, die lassen wir. Ne, 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 ne. Selbst wenn uns das jetzt in irgendeiner Form schadet oder so, aber das, also, ist ja auch nur indirekt Anerkennung für unser Spiel. Das ist ja schon okay eigentlich. So, jetzt kriegen wir hier auch ein paar mehr Punkte, das finde ich ganz gut. So, ja, hier weiß ich nicht, wie sinnvoll das ist. Ich lasse das jetzt mal einfach da ganz unten. So, dann wollen wir eigentlich unsere Leute dann noch weiter trainieren, ne? Damit die mal irgendwo auf 500 kommen, habe ich gesagt. So, the day Vena fans have waited a long time for has arrived. Was? Hä? Achso, ja. As Vena has announced their next generation console, the Dream Vest. Vest. A company spokesperson, oh Gott, said the Dream Vest is a dream come true. Ja, this console is the most advanced gaming console in history. Aha. Naja. Könnte er meinen. Könnte er ruhig glauben. Das ist und bleibt der PC, Freunde. Aber gut, das ist halt keine Spielekonsole. Ja, muss man auch bedenken, aber so. Das ist halt PC Master Race. Hey, wir haben 1001 Fans dazu bekommen. What? Ja gut, nehmen wir natürlich gerne. Wir haben sowieso richtig schön viele Fans eigentlich. Aber guck mal, wir haben viele Fans, aber trotzdem nicht viele Leute, die unser Spiel kaufen. Das finde ich doof. Mensch, Mensch, Mensch. Warum kaufen die nicht unser Spiel? Das ich nicht kann verstehen, weißt du. So. Spiel ist gleich fertig. Guck mal, wow, Designpunkte, richtig krass. Nice. Oh, das Spiel könnte richtig gut sein. Ich weiß halt nicht, wie Sequels insgesamt so ankommen. Ob das gut ankommt oder ob das immer so mehr vom Gleichen. Nah. Aber kommt vielleicht auch gut an. Ist ja so ein bisschen dieses Borderlands-Phänomen eigentlich. Also ich spiele ja selber auch gerne Borderlands. Ist eigentlich seit Borderlands 1 immer das Gleiche, aber trotzdem irgendwie bockt es halt. So, Boss, our office could really do with some renovation work and our computer system are also out of date. Investing a little bit in more modern office and upgrade computers would be great. Ja, keine Ahnung, wenn die dann mehr Punkte bringen oder so. Ja, investieren wir das halt mal. Oh, sweet. Ja, das sieht moderner aus. Cool. Cool, cool. Ja, das sieht auf jeden Fall richtig gut aus. So, aber ist halt alles so ein bisschen Verschwendung mehr oder weniger, sobald wir dann ins nächste größere Office ziehen. Aber es dauert halt noch. Wie gesagt, ich glaube 16 Millionen müssen wir Cash haben und wir haben gerade 600.000. Naja, also so ganz schnell ist das auch nicht getan. Aber ich hoffe natürlich, dass wir da noch hinkommen. So, wir können ja mal Find Contract Work auch mal zwischendurch machen. Wir müssen irgendwie in 3 Wochen hier so ein paar Punkte machen oder so. Das ist ja kein Problem eigentlich. Guck mal, hier in 8 Wochen ein paar mehr Punkte. 86.000. Das ist doch schon mal ein bisschen sinnvoller. Ich weiß gar nicht, ob wir immer größere Aufträge bekommen, wenn wir das so erledigen. Aber ich glaube, das hier kriegen wir hin. 65 Designpunkte kriegen wir auch hin. Wir haben viele Designer. Ich glaube, wir haben 3 Designer und 2 Techniker jetzt sozusagen. Das müsste also gut gehen. Wollen mal gucken. So, Sequel kam gut an. Kam nicht gut an. Was? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet? Guck mal hier, Time Left. Ja, locker! Easy going, aber bringt halt auch nicht zu viel Kohle, ne? Muss man auch dran denken. Ja, schön, 86.000, aber das war's dann auch irgendwie. Man kann das zwar so eine Weile lang machen, aber so richtig krass ist das eigentlich nicht. Guck mal, und die Contracts sind danach dann auch weg, also man kann nicht einen besseren danach nochmal machen oder so. Aber guck mal, die hier wollen dann alle gar nicht in den Urlaub. Guck mal, die machen das einfach so. Kriegen wir Research Points für und alles? Ja, das ist doch spitze. Dann machen wir die doch erst einmal gerade alle durch. Oder kommen hier doch neue? Ne, guck mal. Dann machen wir erst alle Contracts gerade einfach einmal durch. Sind ja nur noch diese 3 hier. Guck mal, der ging ja super schnell. Und dann kriegen wir vielleicht ja neue. Das wäre auch nicht verkehrt. Hauen wir die hier einmal gerade noch zu Ende durch. Genau, geht ja hier super schnell. Ist ja gar kein Problem. Oh, das war daneben geklickt. Hier so, Find Contract Work. Zack. Bin ich mal gespannt, ob wir dann wirklich neue kriegen danach. Hoffentlich bessere natürlich. Will ich mal stark hoffen. So, und was passiert, wenn ich jetzt nach Find Contract Work mache? Jetzt sind gerade einfach keine available. Naja, okay. So, Find Publishing Deal.
Genau. Using a publisher is a great... Achso, das war das, was kam, während Aufnahme nicht an war. Genau. It's a great way to get your games in front of a large audience, which in turn helps to grow your fanbase. Once your fanbase is big enough, you can self-publish your larger games without the need of a publisher. For medium games, you should aim to have at least 100k fans before you publish them yourself. Okay, also 100.000 Fans ist auf jeden Fall auch ein Ziel schon mal. 20.000 haben wir ja schon. Immerhin. Aber wir sollten, glaube ich, einen Publisher benutzen, der uns dann schön unsere Spiele da publiziert sozusagen. So, Rhythm Action. Active Visionaries. ja, okay, da sind dann auch diese Konsolen, wo die das machen anscheinend. Oh mein Gott, das ist ja kacke hier. Guck mal, die hier machen das irgendwie anscheinend auf quasi allen Konsolen. Hey, guck mal, ist das eine PlayStation 2? PlayStation 2? Ich weiß es nicht. Ne, das sieht aus wie ein Computer schon mal. Komm, wir machen das mal einfach. Accept Contract. So, und jetzt Rhythm Action ist vorgegeben. Wir können das ja aussuchen. Nehmen wir doch mal das PlaySystem wieder. Wenn das dann doch geht, nehmen unsere Game Engine. Zack. Ja, und dann nehme ich auch mal das teuerste einfach. Bossfights, was steht da hinten? Durchgestrichen und dann... Boah, irgendwas stand da, keine Ahnung. So, ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das schon passend zugewiesen sein wird. Wird schon passen. Bin ich ja mal gespannt, ne? Weil das hat jetzt, wie viel gekostet? 350.000 oder so? Das ist schon ein bisschen heftig. This is Tom Mott from Center. I got word that DOS Games is working on a new game. Wollen wir ein paar Informations darüber sharen? Ja, okay, klar. So, what is your expectation regarding the success? Ja, natürlich! Das wird ein Hype-Game, auf jeden Fall. Siggi! Wir haben einen Publisher engagiert, wir haben Hype. Alle Leute arbeiten mit, schön motiviert. Keiner muss in Urlaub und nix. Guck mal hier, das machen wir bis zu the top. Das wird spitze, das Game. Hoffe ich, ganz doll. So, hier, komm, 2 Millionen für das Game bekommen, das ist auch gut. Also wir kriegen ja schon richtig viel durch die Games eigentlich. Aber wir haben irgendwie monatliche Kosten auch von 200.000 oder so. Das drückt halt, hier, 182.000, das drückt halt extrem daran, wie viel wir insgesamt nachher an Outcome haben, an Gewinn wirklich haben. Wenn wir da jeden Monat nochmal 200.000 abdrücken. Aber guck mal, ein Hype von über 100. Krass. Und guckt euch die Punkte an. Das ist auch ein neuer Rekord. Jungs, Mädels, das ist ein neuer Rekord. GG, okay, Finish. Nice, das Spiel wird, glaube ich, hoffe ich, der Oberknaller. Boom, 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 boom. Oh yeah, release game. So, aber er kriegt auch mehr Stuff, ja, ist schon in Ordnung. Okay, so, an dieser Stelle mache ich Schluss. Wie erfolgreich dieses Spiel dann wird, sehen wir natürlich in der nächsten Folge. Und zwar übermorgen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.